Gut, dann ist er hier. Mahlzeit. Mahlzeit. Harvey, servus. Harvey, geht's? Naja, muss nicht über alle Leiden sprechen. Ach ja. Man machte sich schon Sorgen. Naja, so schlimm ist es nur noch nicht. Geht's noch nicht so weit bergab, gell? Nee. Ja, dann sehr gut. Ach ja, und bei euch? Läuft so dahin, ne? Die Woche krank geschrieben. Major. Da wird, ich denke mal, da wär's 50. Denkst du mal? Mal Bescheid, wenn es soweit ist. Warum siehst du, du musst es zwar als Erster merken. Voll. Ich brauche eventuell auch noch mal deine Hilfe. Okay, bei was brauchst du denn Hilfe? Ich hatte noch in Deschan den Gruppendungeon. Ist das der 30er? Was? Ist das der 30er? Dunkel, Schatten, Kavernen, irgendwas. Na, das ist der 20er. Achso, ja. Den 30er brauche ich noch. Willkommen! Willkommen im Zirkus des fröhlichen Abschlachtens! Tretet heran, mein sterblicher Freund! Die Vorstellung beginnt gleich und ihr. Ich finde mal glückliche Tage, das ist doch. Ihr werdet ein Stück aufführen. Mein Stück, um genau zu sein. Ich fange jetzt gerade den Schattenfeen an. Ich nenne es die Torheit der Neutralität. Es ist zugleich eine Tragödie. Ihr wollt doch den nächsten Folianten, nicht wahr? Nun, ich brauche Unterhaltung. Es wird irgendwann langweilig, immer nur Prinz Malik. Bevor wir zu eurer Motivation kommen, müssen wir erst die Szene bereiten. Die Szene. Tamriel. Die Totzblitz, ihr passt gut auf. Also, dieses Stück besteht aus drei... Oh, alle! Bis hinauf zu den größten Wichtigtouren. Axel? Kann es sein, dass nur du das Recht hast, die Gegend Nachricht zu bearbeiten? Eigentlich nicht. Schätze, dass ich habe jetzt nur die Gegend Notiz oder was auch immer das ist. Euch in der vorausliegenden Unterhalt unter der Gegend Nachricht. Herzfeste Helm. Weil ich oben. Nachricht des Tages müsstest du auch bearbeiten können. Gilt in Beschreibung und Nachricht des Tages müsstest du auch bearbeiten können. Wirklich Kopf. Was ist denn das hier für ein scheiß Nebel, ey? War ja so klar, dass das leichter ist. Was, wo ist scheiß Nebel? Hier. Der Zirkus des fröhlichen Abschlachtens. Ach, der Rotz. Sollen wir den Vorhang lüften? Mit dem ersten Akt beginnen. Und im Eröffnungsakt trefft ihr den Ebenherzpakt. Ha, das reimt sich, oder? Ich bin ein echter Poet und habe es bis jetzt nicht einmal gemerkt. Oh. Jetzt werdet nicht größenwahnsinnig, Sterblicher. Sonst verbanne ich euch auf die Insel der lüsternen Barden. Wenn der Vorhang sich hebt, bei unseren Freunden vom Ebenherz alles friedlich. Sie sind Verbündete, obwohl sie sich in ihrer gemeinsamen... Gestern habe ich noch einen aufgenommen. Ich weiß nicht, ob das schon gelingt. Ja, gegangen sind. Doch, was so. Hab ich. Dank Sklaverei, Grenzüberfällen und interner Machtkämpfe? Es ist eine Ehre, dem Ebenherz. Hey, ihr haust einander, wisst ihr noch? Oh ja, holt sie euch. Hallo. Hey, hallo. Hi. Bringt es nieder. Schließt euch dem Aufruhr an. Das ist euer Stichwort. Los. Das ist... Ja.
muss von diesem Wahnsinn. Wunderbar, wunderbar. Aber wartet, höre ich jemanden kommen? Warum kämpft ihr, ihr milchtrinkenden Hunde? Juhu, das Galgenkönig. Es ist ihre Schuld. Die Magiergilde? Dieser wimmernde Hund? Ihr wollt Ärger? Ihr habt ihr Ärger. Ach, das sind ja Forschungszeiten. Bei wie bist du? Teilweise bei 8 Tagen oder so. Ja. Weiter, weiter, die Show muss weitergehen. Ich dachte, ich bin mit meinen 2 Tagen schon recht hart getroffen. Ja, warte mal ab, danach wird's dann richtig lustig. Da musst du dich dann wirklich entscheiden, was du skillen willst, was du für wichtiger erachtest. Ich hab zwar 3 am Laufen, aber der eine läuft dann 12 Stunden aus, der nächste in 2 Tagen und jetzt der übernächste in 8 Tagen. Ach du Scheiße. Ja, so ist das wohl. Schade ist auch, dass man nicht zweimal dieselbe Sorte analysieren kann. User joined your channel. Hallo. Hallo. Hi. So. Wenn ihr den ganzen Tag lest, werdet ihr nie etwas verdienen. Ihr müsst Geld verdienen, Wallastel. Selbst Magier nehmen ab und zu ihre Nase aus ihrem Buch. Ihr könnt es einfach nicht ertragen, Leute um euch zu haben. Erbärmlich. Aber ich muss mal sagen, ey, umso höher man am Level kommt, umso weniger Kisten findest du. Ich muss jetzt das Gegenteil sagen, also ich finde jetzt immer mehr irgendwie. Ehrlich? Nee, ja. Also ich hatte am Anfang hatte ich nur Kisten, da habe ich richtig gelevelt damit. Und jetzt irgendwie. Ihr habt einen seltenen Verstand, Wallastel. Ich habe kaum welche gefunden, jetzt finde ich hier jede Stunde mindestens 2-3 Kisten. Wir haben eure Bewerbung für unsere herrliche und geschichtenumwobene Magiergilde akzeptiert. Das ist der stolzeste Tag meines Lebens, Gildenmeister. Hab Dank. Das ist der stolzeste Tag meines Lebens, Gildenmeister. Auf Dank. Verdammt sei der verrückte Gott! Warum kann ich diesen Text nicht entschlüsseln? Ich bin so ein Schwachkopf. Wir unterbrechen jetzt kurz.
Hättet ihr gern etwas Käse? Keine Zeit für geistreiche Unterhaltung, was? Na schön, na schön. Dieser Akt dreht sich um das Altmeri-Dominion. Katzen und Elfen. Ehrlich gesagt hatte ich für keins von beidem je etwas übrig. Zu viel Fell und Firlefanz. Improvisieren wir einfach ein wenig. Die Szene, Königin Eiren wendet sich an einige ihrer Untertanen. Als Meister der Schauspielkunst solltet ihr nach eigenem Ermessen auf ihre aus tiefstem Herzen vorgetragenen Verkündungen... Die Magiergilde kann sich nicht so einfach gegen das Dominion richten. Ihr seid Teil dieser Welt, ob es euch gefällt oder nicht. Meine Königin, ihr versteht das nicht. Die Gilde gehört keiner Allianz an. Wir wollen nur in Ruhe und Frieden studieren. Hey, alle still da vorn! Ich versuche, der Rede der Königin beizuwohnen. Entweder seid ihr für oder gegen das Dominion. Ihr wollt diese Welt verlassen? Gut, ich werde euch dabei helfen. Hier, ich zeige euch den Weg ins Exil. Ihr könnt die Welt um euch nicht ignorieren. Hey, kleine Königin, ihr habt einen Magier übersehen. Dieser ist auch ein Gildenmitglied. Ah, guter Fangspaßvogel. Soldaten, bereitet diesem Magier das Geschenk des Exils. Ach du Scheiße. Ein Quatsch. Mutter, ihr habt mich verlassen. Ich bin ganz allein. Die anderen Schüler, die anderen Magier, sie alle hassen mich. Ihr wart die Einzige. Jetzt seid ihr fort. Mutter, ihr habt mich verlassen. Ich bin ganz allein. Die anderen Schüler, die anderen Magier, alle hassen mich. Losigkeit. Rasundar, Hauptmann Odrit. Kümmert euch um diesen Leibeigenen. Getötet. Wie es aussieht, muss ich mich selbst darum kümmern. Ihr steht Eiren Arana Altmeri gegenüber, in ihrer ganzen Pracht. Und Auftritt! Machen wir weiter! Die Welt ist ein grausamer Ort, meine Assistenten. Magier werden um ihre Kraft beneidet und dafür gehasst, dass sie sie einsetzen. Wir brauchen einen Ort, an dem wir in Ruhe studieren können. Einen Ort, an dem alle Magier sicher sind. Ich habe es geschafft. Ich habe ein Heiligtum erschaffen. Eine Zuflucht, die für Äonen überdauern wird. Ich werde sie Augwea nennen. Cheogorath, Bastard! Das Folium Discognitum war keine Insel wert. Ich hole Augwea zurück, selbst wenn ich dazu drei Leben benötige. Sei der verrückte Gott, verdammte Ulfsild, seid verdammt allesamt!
Sie werden es sehen. Sie werden es alle sehen. Erzmagier Shalidors Name wird in die Geschichte eingehen. Seid verdammt allesamt. Ihr seid letzte Nacht nicht nach Hause gekommen. Ich habe die ganze Nacht auf euch gewartet. Habt ihr die ganze Zeit gearbeitet? Shalidor, Augwea ist verloren. Ihr seid besessen. Könnt ihr mich überhaupt hören? Ich kann das nicht mehr. Ihr liebt eure Zaubersprüche und Schriftrollen mehr als mich. Ich verlasse euch. Könnt ihr mich jetzt hören? Lebt wohl, ihr dummer alter Narr. Ulfi, meine Liebe, ich schwöre, ich habe euch gerade gehört. Wo seid ihr hingegangen? Ihr seid letzte Nacht nicht nach Hause gekommen. Ich habe die ganze Nacht auf euch gewartet. Habt ihr die ganze Zeit gearbeitet? Der dritte Akt zieht mich immer runter, weil es bedeutet, dass das Stück fast vorbei ist. Ich genieße es so sehr. Ich will gar nicht, dass es jemals aufhört. Oh, und das Rahmenprogramm. Habt ihr meine kleinen Illusionsdarbietungen genossen? Sehr erhellend, wie ich finde. Das werde ich euch nicht erzählen, sondern einfach zeigen. Das ist die Essenz jeder Erzählkunst. Zeigen, nicht erzählen. Was glaubt ihr, was das hier ist? Laientheater? Nun, es ist kein Laientheater. Das hier ist eine professionelle Produktion. Und ihr seid die gefeierte Bühnengröße. Ich werde die Szene bereiten. Danach können wir... Auf der linken Bühne der Gründer der Magiergilde. Auf der rechten Bühne unser alter Freund Erzmagier Shalidor. Und hinter der Bühne haben wir Valaste, eure neue Freundin und Vertraute in der Magiergilde. Aber was ist das? Nun, das sind König Emmerich und seine Freunde vom Dolchsturzbündnis. Zweifellos möchte er ein paar freundliche Worte sagen. Immer raus damit, eure Hoheit. Da ihr die Anwendung von Magie toleriert, verbrennen wir euch hiermit auf dem Scheiterhaufen. Möge eure Verderbnis ein für allemal aus diesem Land verschwinden. Ha! Wie es scheint, möchte euch niemand hier haben. Ha! Das ist also der letzte Akt. Rettet eure Freunde. Dann gebe ich euch mein Buch. Bücher sind meine einzigen Freunde. Was passiert, wenn sich selbst Bücher gegen mich stellen? So, ich bin jetzt fertig. Bis morgen. Tschüss. Hau rein. Tschüss. User disconnected from you. Was? Nicht du. Sheogorath ist so viel klüger als ich. Vor ihm bin ich wie ein Kind. Endlich der letzte Satz. Die kleinen Bordkäfer krabbeln über die Seite. Windet, windet, windet euch, kleine Käferchen. Ihr habt mich nicht vergessen.
Mensch. Sie gab mir nie die Gelegenheit, mich zu entscheiden, meine Frau. Und Follow. Sag mal, weißt du, ob Benny noch eine weite Bank hat für die richtig seltenen Sachen? Weiß ich nicht, nein. Weil das, was jetzt auf der Bank liegt, ist ja auch nicht so, oder? Ne? Also auf der Schatzbank. Du fragst ihn dann ja einfach mal selber, oder fragst mal, ja, ich bin mir Bloody. User left your channel. Es gab eh schon wieder so einen komischen, mysteriösen Vorfall mit Benny, ne? Weißt du das eigentlich? Hallo? Hey, John? Der ist raus. Ist er denn hin? Mal gucken. Der ist bei der Dungeon-Gruppe drinnen, unten. Ach, beim. Das ist ein Kunde, der unterhält sich gerade mit mir und dann geht er einfach raus. Ja? Na egal. Bravo! Autor! Autor! Bravo! Autor! Ich weiß nicht. Eure Darbietung war an einigen Stellen etwas lustlos. Und ihr habt euch geweigert, Käse mit mir zu essen. Ja, ja, ihr habt mich zum Lachen gebracht und zum Weinen. Und Maleel hat sich einen Tritt gegen den Kopf eingefangen. Ich schätze, mehr konnte ich nicht verlangen. Nehmt das Buch, esst nur nicht alles auf einmal. Das Buch wird euch zurückbringen, es kennt den Weg. Aber merkt euch, kleiner Schauspieler, ihr habt immer noch ein Buch vor euch. Und wenn ihr glaubt, mein Stück wäre schon hart gewesen, dann überlegt doch erst einmal. Endlich der letzte Satz. Die kleinen Wortkäfer krabbeln über die Seite. Windet euch, kleine Käferchen. Na, wo warst du denn? Oh, ich hasse diese Backscheiße hier, weißt du, da liegt was vor dir, du kannst es aber nicht direkt anvisieren, nur wenn du so mal so dran vorbei wischst, ist das kurz mal, dass du es benutzen kannst, weißt du wie? Kenn ich zu gut. Drecksback hier, ey, das nervt.
ärgert Vori nicht. Sie sieht vielleicht nett aus, aber ich habe gehört, dass sie einem Schüler, der versagt hat, die Schuppen abgezogen hat, weil er seinen Zauberspruch vermasselt hat. Mir selbst ist es auch schon unzählige Male passiert. Nein, aber ich bin neu in diesem Zweig. Damals schien es mir eine gute Idee zu sein, im eigenen Labor zu wohnen. Ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft ich auf dem Weg in mein Zimmer schon über irgendwelchen Eileiden-Schrott gestolpert bin. Nervig. Größtenteils neue Variationen der Varlersteine. Rein von der schieren Zahl an unterirdischen Kammern her glauben wir, dass das hier einer ihrer alten Außenposten war. Die unerforschten Bereiche wurden versiegelt, zum Schutz der Stadt. Aber wir kümmern uns irgendwann schon noch um sie. Ich vermute, weil es eines der wenigen Gebäude hier ist, das nicht im Sumpf versinkt. Und wir sind hier natürlich sehr nahe an einer Eileiden-Ruine, sodass wir nicht weit gehen müssen, um Forschungsobjekte zu finden. Oh, ich wage fast nicht zu fragen, was geschehen ist. Ich hoffe, die Prüfung war nicht zu schmerzhaft. Ich werde sofort mit der Übersetzung dieses Buchs beginnen. Uns steht noch eine weitere Prüfung bevor. Gute Arbeit. Es gibt nur noch eine Prüfung. Wir sagen euch Bescheid, sobald wir Shiogorats Wahnsinn erforscht haben. War ich? Was ist geschehen? Je mehr wir mit ihm zu tun haben, desto mehr bin ich davon überzeugt. Der verrückte Gott ist ein verzogenes Kind, das Käfern die Beine ausreißt, nur um sie zucken zu sehen. Was ist sonst geschehen? Zweifelsohne eine Reaktion auf Schalidors Bestrebungen. Er mag ein Kind sein, aber Shiogorath versteht es, seine Argumente überzeugend vorzutragen.